Ich habe meine Frau dann gefragt, was hast du gesehen, was hast du erlebt jetzt bei dieser Sitzung mit Maria Sabina? Sagte sie, ja, ich habe so interessante, merkwürdige Figuren gesehen und Farben, das ist schwer zu beschreiben. Und wir gingen dann später anschließend an diese Expedition nach, besuchten verschiedene Kirchen und da kamen wir in diese Kirche von Donna Zintler und beim Eingang in der Vorhalle hat meine Frau erstaunt, ja, das, was ich dir erklären wollte, das habe ich gesehen, hier ist es an der Wand. Genau diese Figuren, genau diese Zeichnungen, diese Farben habe ich in meinem Psilocybin-Rausch gesehen. Die Halluzinogene sind zwar nicht süchtig machend, sie sind nicht giftig und das verleitet dann, da sagt man, ja gut, das ist ja herrlich, da kann man das einfach nehmen, aber sie sind deswegen außerordentlich gefährlich, weil sie ja auf unser Bewusstsein wirken. Und die Gefahr ist, nicht, dass man sich vergiftet, nicht, dass man süchtig wird. Die Gefahr ist, dass man dieses unerhörte, ganz neuartige, fremdartige Erleben nicht integrieren kann. Dass man dann psychischen Schaden erleidet. Und diese Gefahr ist sehr groß. Und deswegen bräuchte das eine gewisse Reife, eine lange Vorbereitung. Die Indianer sind ja vorbildlich. Sie beten, sie fasten vorher. Sie nehmen das nur unter ganz bestimmten Bedingungen, unter bestimmter Leitung. Sonst sagen sie, macht der Pilz wahnsinnig oder er tötet. Gordon Wasson und Albert Hofmann. Wasson hatte den Chemiker gebeten, den Wirkstoff der Pilze zu isolieren. Woran andere gescheitert waren, für Hofmann, den Entdecker des LSD, kein Problem. Das Ergebnis, Psilocybin. Hier ist das schöne Erinnerungsbild an Gordon Wasson, meinen lieben Freund. Und es hängt neben dem Modell der Substanz, die wir in den Pilzen gefunden haben. Das sind sogenannte Molekülmodelle und die Struktur dieser Stoffe darstellen. Und das ist dieses Psilocybin. Ich habe dieses Modell gemacht für die Publikationen, in denen dieser Stoff besprochen wird. Das kann ich jetzt leider, ihr könnt es wegnehmen, wenn es Zeit hat. Die schwarzen Kugeln bedeuten Kohlenstoffatome. Die weißen Kugeln Wasserstoffatome. Grün ist Stickstoff, rot ist Sauerstoff und gelb ist Phosphor. Und so sieht diese Verbindung aus, dieses Psilocybin. Es ist auch verwandt mit dem LSD. Das schon erwähnt habe, dieser Teil ist genau dasselbe, der unterentscheidende Teil, die sind identisch. Das war ja eine große Entdeckung, dass diese LSD zusammenhängt mit diesen mexikanischen Zauberdrogen. Das zu Pulver kristallisierte Psilocybin eröffnete der Wissenschaft neue Betätigungsfelder. Auf dem diesjährigen Kongress für Bewusstseinsstudien, ECBS in Heidelberg, spielten auch psychoaktive Pilze eine nicht unbedeutende Rolle. Die Pioniere der Bewusstseinsforschung, der Ältestenrat, beschäftigen sich heute noch mit Psilocybin. Sei es als Therapeuten, Chemiker, Philosophen oder Mediziner. Ich habe mich betätigt auf dem Gebiet der bewährten Arzneipflanzen. Mit der Absicht, die wirksamen Prinzipien herauszuholen und die chemische Struktur aufzuklären. Es hat sich herausgestellt, und das ist das ganz sehr wichtige, dass diese Stoffe LSD, Psilocybin, Ololuqui, dass diese Stoffe eng chemisch verwandt sind mit Stoffen, die wir in unserem Gehirn haben. Psilocybin unterscheidet sich vom Serotonin, das ein Stoff, ein sogenannter Transmitter, der in unserem Gehirn vorkommt, notwendig ist für unser Denken und für unsere Gefühle. Ist so nah verwandt, dass man also nur einen Sauerstoff verschieben muss, dann bekommt man aus dem Serotonin, aus dem Hirnwirkstoff, das Psilocybin. Diese Stoffe haben diese Möglichkeit, unser Bewusstsein zu verändern, weil sie so nah verwandt sind mit dem, was in unserem Gehirn vorkommt.